Herzlich willkommen zum vierten Teil der EduText Screencast-Reihe. Dass die Nutzung von EduText für Sie und für alle weiteren Nutzerinnen und Nutzer so effizient und angenehm wie möglich gestaltet ist, ist für uns vom EduText-Team ein zentrales Anliegen. Daher haben wir erst vor kurzem neue Funktionen bei EduText etabliert. Diese neuen Funktionen, auch Social Features genannt, sollen Ihnen dabei helfen, EduText für Ihre Zwecke noch effizienter zu nutzen. Welche neuen Funktionen das sind, das werden wir heute erfahren. Die neuen Funktionen finden Sie im unteren Bereich der EduText-Seite. Hier oben rechts im Bildbereich sehen Sie aber eine Sprungmarke. Dort steht Empfehlungen. Wenn Sie hier draufklicken, gelangen Sie direkt zu den neuen Funktionen. In der ersten Zeile wird Ihnen Ihre persönliche Suchhistorie angezeigt. Hier finden Sie alle Lesezeichen, die Sie in der jüngeren Vergangenheit aufgerufen haben. In der zweiten Zeile erhalten Sie Vorschläge von Lesezeichen entsprechend Ihrer früheren Suchen. Auf diese Weise werden Ihnen entsprechend Ihrer Suchen und Interessen Lesezeichen vorgeschlagen, die für Sie persönlich von Interesse sein könnten. In der dritten Zeile werden Ihnen schließlich auf Grundlage Ihrer bisherigen Suchen Benutzerinnen und Benutzer von EduText vorgeschlagen. Das System analysiert dabei die Lesezeichen, die Sie in der Vergangenheit aufgerufen haben, und empfiehlt Ihnen Nutzerinnen und Nutzer, die Lesezeichen zu ähnlichen Themen erstellt haben oder kommentiert oder verschlagwortet haben. Auf diese Weise macht EduText Sie auf Nutzerinnen und Nutzer aufmerksam, die ähnliche Interessen haben wie Sie und Lesezeichen zu ähnlichen Themen erstellen. Diese Nutzerinnen und Nutzer können Sie dann besuchen und schauen, welche Lesezeichen Sie angelegt haben. Wenn wir auf dieses Profil klicken, werden uns hier automatisch alle Lesezeichen angezeigt, die diese Benutzerin erstellt hat.